vielleicht und das ist und dann ja, schön. Darf noch und vielleicht noch und die vielleicht ja und dann eine dritte, ja. Los, stimmt schon. Dankeschön, der Herr. Danke. Bonne Nulla. Bonne Nulla! Leider, es geht nicht. Was soll das heißen? Wir können da nicht rein. Das heißt, dass kein Platz ist. Vielleicht in 2 Stunden, habe ich schon gesagt. Vielleicht wohlgemerkt. Und was ist mit denen? Das sind Lupen. Für die ist noch Platz. Für die Lupenmitglieder immer. Ja, halt anders. Dein Gesicht merke ich mir, du impotentes Arschloch. Stets zu Diensten. Warte doch. Hat euch nicht einer gelassen? Nein. Wie auch nicht. Lass mal lieber den Lüften. Guten Tag, mein Name ist Böck, ich komme von der Kriminalpolizei, ich suche einen Herrn Koller. Am Negigante, am Enipata. Aha, ich Böck von Kriminalpolizei, ich suche einen Herrn Koller. Nebenan, nebenan. Aha. Ja, danke. Ja, danke. Kann ich helfen? Ja, vielleicht. Mein Name ist Böck. Kriminalpolizei. Sind Sie Herr Koller? Wer bin ich? Bitte. Kommen Sie herein. Dankeschön. Jetzt haben Sie aber gut geschlafen. Ja. Im Zug ist ja gut schlafen. Ich sag's immer. Wenn man wo gut schlafen kann, dann im Zug. Wo sind wir denn? Gleich in Karpfenberg. Wo soll es denn hingehen, wenn man fragen darf? Nach Wien. Eine wunderschöne Stadt. Sind's leicht von dort? Ich hab da zu tun. Beruflich? Ja. Ja, beruflich. Eine französische Zigarettenfirma hat mal ein Preisausschreiben veranstaltet. Die Frage war, wann eine Zigarette am besten schmecken würde. Die glückliche Gewinnerin schickte nur ein Wort als Antwort. Danach. Hallo, ich wollte schon einkaufen. Welch schlecht berechtigtes Vermächtnis erwächst dem schwächlichen Gedächtnis. Verächtlich schlecht der Knecht sich rächte, der nächtlich nächst dem Pächter zechte.
Ja? Störe ich? Na. Was liest denn da? Sprechübungen. Sprechübungen? Mein Vater hatte zuletzt sein Geld als Reisender verdient. Er vertrieb eine chemische Mischung, welche imstande war, den Kesselstein zu lösen. Unsere Probleme begannen, als Vater krank wurde. Es waren plötzlich Lähmungserscheinungen an den Beinen aufgetreten. Kein Arzt wusste ihm zu helfen. So lebten wir von dem Geld, das Mutter als Bedienerin verdiente. Bei ihrer Arbeit zog sie sich eine Blutvergiftung zu, in deren Folge die linke Hand verkrüppelt blieb. So waren wir also in großer Not. Unsere ganze Hoffnung richtete sich auf mein nahes Schulende. In der letzten Schulwoche stellte mich Mutter dem Inhaber einer Schusterwerkstätte vor, der geneigt war, mich als Lehrling mit einem Anfangsgehalt von 2 Kronen wöchentlich anzustellen. Es fehlten 3 Monate an der Vollendung meines 14. Lebensjahres, als ich meine Lehrzeit antrat. Mutter begleitete mich bis vor das Haus, worin sich die Werkstatt befand, und gab mir einen Kuss, der mich schützen und segnen. Mach's gut, Alex. Du auch. Du pass auf ihn auf, ja? Na komm. Bis später. Arbeiten Sie eigentlich schon lange mit den beiden? Schon ewig. Soll ich Ihnen erzählen, wie ich die beiden kennengelernt habe? Also das war so.